Meine Freunde, herzlich willkommen hier bei LS15 und eine kleine Mod-Vorstellung. Oder ja, Mod-Vorstellung, genau. Und zwar von Modal. Ja, Modal hat etwas gebaut. Und zwar ein Chevy. Und zwar einen Abschlepper. Ja, Chevy Abschlepper. Sieht nice aus. Ist, ja, glaube ich, aus den 50er Jahre. Super, 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 super geil. Und, waren ja früher, aber das sind auch heute noch viele in Amerika unterwegs, diese kleinen Teile. Haben wirklich eine gute Power. Sound ist cool, muss man sagen. Schaut da innen aus, ja, alt, so wie es sein soll. Also richtig alt. Die alten Anzeigen, voll schön. Funktionieren die auch? Jawohl! Also, funktioniert. So, aber wie funktioniert das Ganze? Und zwar ganz einfach. Man darf nicht an das Fahrzeug ranfahren von vorne. Also man muss von hinten dran fahren. Man kann mit der linken Maustaste den Arm hoch und runter und den Haken mit der rechten Maustaste oder hoch und runter und dann geht der Haken hoch und runter. So, dann machen wir mal runter hier, fahren rückwärts an das Fahrzeug. So, ups, und dann steht oben, manche haben vielleicht F1, dann ist er oben das HUD aus. Wenn man das hat wieder einmacht, also die Steuerungsbefehle, dann steht da STRG links und B und man hängt das Auto an. Also STRG und B und das Auto hängt. So, ja, und das fährt jetzt auch ein bisschen vor. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen hochlupfen. Uiuiuiui. Ich glaube noch ein bisschen runter. So. Gut. Und dann geht's los. Der zieht das Auto dann natürlich super mit. Und dann natürlich dann noch ein Wahnsinns-Speed drauf. So, also bei dem Pickup funktioniert es. Natürlich ist die Frage, funktioniert es auch beim Traktor? Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. So, oder lassen wir mal das Fahrzeug wieder runter. Komm, hör auf zu schwanken. Weil nicht, dass man da hinten die Karosserie kaputt macht. So, und ist der GB und man hängt wieder ab. So, können wir natürlich auch wissen, ob das Ganze auch funktioniert. Ich glaube, ich habe den Sound zu laut. So. Ich hoffe, das passt jetzt. Spiel schon. Ja, überschreiben. Genau. Komm. So. Okay. So. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, ob er auch einen Traktor ziehen kann. Da wird wahrscheinlich das gleiche sein. Ups, wir haben mal von hinten dran fahren müssen. Aber wir probieren es auch mal von vorne. Vielleicht klappt es ja auch da, weil der hat ja vorne eigentlich genug Zeug, wo man der Hurley, wo man was festmachen kann. So. Weil wir eine coole Sache für Multiplay, wenn wieder irgendwo jemand hängen bleibt. Bei uns ganz wichtig. Kommt öfters vor. Aha, ich glaube, das hängt. Jawohl. Nee, da geht's nicht. Also da spackt er rum. Ne, also da geht's nicht. Müssen wir von hinten ranfahren. Machen wir jetzt auch gleich. Ja, komm. So. Auf jeden Fall finde ich das eine coole Sache. Es gibt ja schon die Abschleppstange und Abschleppkette, aber ich finde das noch um einiges besser, wenn es natürlich hinhaut. Ich habe den jetzt nur getestet. So, dann schauen wir mal. So. Und? Nee. Irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, ich muss halt, da noch ein bisschen näher ran und vielleicht mal das ganze Ding runterlassen hier. Oder der funktioniert wirklich nur bei Fahrzeugen. Wir werden es gleich sehen. So. Und das ist der G und B. Nein, also da tut sich nichts. Entweder stehe ich verkehrt oder der will wirklich so nicht gehen. Ne, also ich glaube, Traktoren kann man vergessen. Geht nur bei Fahrzeuge. Oder ich bin zu weit weg. Also wäre cool, wenn man den noch ändern könnte, so dass das funktioniert. Oder vielleicht funktioniert es ja auch.
aber irgendwie nicht bei mir. Esther geht links und 0 ist Hilfe an. Aha! GJN, dann Control, Q, Hängegerät und zweite Trailer im. Aha, mit Q. Fahrzeuge. Aha. Control. Aber man kann alles aufmachen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Machen wir das mal wieder aus. So, und dann kann man nämlich alles aufmachen. Mit STRG 7, 8, 9, nee, was weiß ich nicht mehr, die Zahlen. Doch, die Tür geht auf. Blinker. Super. Ja, also man kann die Türen aufmachen und so weiter und so fort. Aber man kann den nicht befestigen. So. Schade. Also Traktor geht nicht, aber Fahrzeuge kann man abschleppen. Das ist schon mal eine coole Sache. Aber vielleicht gibt es ja da irgendwann eine kleine Lösung. So, gut. Das war der kleine Chevy. Und entweder geht es und ich stelle mich zu blöd an, dann bitte in die Kommentare schreiben, wie es genau geht. Dann kann man das Ganze nochmal anschauen. Ansonsten, ja, einfach, wer haben will, runterladen. Download-Link ist in der Videobeschreibung. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.